Es ist wieder mal eine spektakuläre Aufführung, die die Freilichtbühne Altus Ried zu bieten hat. 300 Schauspieler aus dem Ort sind diesen Sommer bei Aschenputtel mit dabei. Und bei so vielen Darstellern gleichzeitig auf der Bühne ist es nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Aber das Stück glänzt nicht nur mit teilweise witzigen Dialogen, sondern lebt vor allem auch von seinem opulenten Bühnenbild. Märchen ist immer was ganz Besonderes und Märchen erzählen sich natürlich auch viel über Bilder. Und wir versuchen einfach die Bilder so echt darzustellen und dass man so versucht, ein bisschen das Bild, das man als Kind im Kopf hatte, umzusetzen. Die Handlung des Märchens dürfte den meisten bekannt sein. Der Vater von Hanna heiratet nach dem Tod seiner Frau erneut. Die frisch angetraute, nunmehr Stiefmutter von Hanna bringt zwei Töchter mit in die Ehe. Alle drei behandeln Hanna sehr schlecht und verpassen ihr gleich auch einen neuen Spitznamen. Wir nennen dich ab jetzt Aschenputtel. Aschenputtel, welch köstlicher Name, Aschenputtel. Dass sich die Macher der Aufführung für Aschenputtel und kein anderes Märchen entschieden haben, ist dabei kein Zufall. Schließlich erhalte man hier ein prima Vorbild für das ganze Leben, so der Regisseur. Zum einen ist Aschenputtel eines der beliebtesten Märchen der Deutschen und zum anderen, weil die Geschichte, ich glaube, für alle eine große Bedeutung hat. Also wenn man eigentlich ja, so der Verlierer ist wie Aschenputtel, die also gegängelt, gedrängt und gepiesackt wird, aber dann doch das Große loszieht. Also dass man sieht, wenn man bei seinen Werten bleibt und wenn man sich selber treu bleibt, erreicht man auch sein Ziel. Bei aller Ernsthaftigkeit darf aber auch nicht der Spaß zu kurz kommen. Schließlich sollen die Kinder auch bei Laune gehalten werden. Ja, recht. Aber du musst doch nicht immer so ruppig sein. Majestät, Majestät, verzeihen Sie die Störung, aber der Ministerrat erwartet Sie dringend. Gott sei Dank. Danke. Typisch. Dass bei Aschenputtel auch viele Kinder mitspielen, hat im Vorfeld natürlich Auswirkungen auf die Arbeit des Regisseurs. Es ist nicht schwieriger, das ist ein bisschen anders. Kinder nehmen das viel mehr auf und setzen viel schneller um. Und man kann sich auf Kinder sehr schnell verlassen. Wenn die wissen, wo sie herkommen müssen, was sie tun müssen, funktioniert es wie am Schnürchen. Kinder sind da sehr, sehr schnell begeisterungsfähig und auch sehr schnell begeistert und setzen das um. Obwohl die Premiere wettertechnisch buchstäblich im Regen stand, die überwiegend kleinen Zuschauer schienen trotzdem ihren Spaß gehabt zu haben. Von wegen bis heute Abend.